Wenn mir jemand vor 10 Jahren erzählt hätte, dass so ein Urlaub von 2 Wochen im Senegal mal eben mein Leben auf den Kopf stellt, ich weiß gar nicht, ob ich dann so ganz entspannt in den Flieger gestiegen werde, um so 2 Wochen Sonne zu tanken. Heute bin ich Gott froh, dass ich das gemacht habe. Das gehört zu den besten Entscheidungen meines Lebens. Im Nachhinein ist ja immer alles besser, ja. Aber vor allen Dingen gibt es mir die Gelegenheit, heute Abend hier vor Ihnen zu sprechen, um Ihnen ein paar Impulse zu geben, wie das Leben so spielen kann, wenn man sich aus dem eigenen Dunstkreis herausbewegt, einen neuen Blick auf diese Welt gewinnt, indem man einfach an einem anderen Ort unterwegs ist, Menschen begegnet, die einen ganz anderen kulturellen Hintergrund haben, die ein anderes Lebensverständnis haben und von denen wir eine ganze Menge lernen könnten, so wir es denn zuließen. Ich lade Sie ein, mir zu folgen auf diese Reise in den Senegal, Westafrika. Wir fliegen so ein bisschen 5000 Kilometer süd-südwestlich an das Kapverd des zweitgrößten Kontinents dieser Erde. Lernen Sie mein drittes Kind kennen. Warum mein drittes? Meine Tochter ist 9, mein Sohn ist 7, meine Tochter Kaito Energie AG 5 Jahre alt. Das war ein straffes Programm. Zum Thema Betreuungsgeld oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf könnten wir noch mal einen anderen Vortrag halten, machen wir jetzt aber nicht. Kaito heißt Steh auf und tu was. Und die Idee war, genau diesen Titel rüberzubringen. Er stammt aus der Sprache der Djola, einem Volksstamm im Süden Senegals, die wie viele Völker in Afrika zersplittert sind zwischen Gambia, dem Südsenegal und Guinea-Bissau. Auf der Weltkarte ist das so ein klitzekleiner Zipfel, für dieses Volk ein echtes Problem, weil sie in 3 Staaten leben mit 3 unterschiedlichen Amtssprachen, aber einer Kultur. Zwar einer der ältesten Kulturen, einer Oralkultur, Kultur ohne jede Schriftsprache, die sich bis heute Traditionen bewahrt hat. Wir sind dort der erste private Energiedienstleister. Im Senegal gab es vor uns niemanden, der daran geglaubt hat, dass Menschen genügend Geld haben, um für Strom auch zu zahlen. Verschenken war da eher so angesagt. Und wann immer ich das sage, kommt das große Fragezeichen: Ach du liebe Güte, wie kommt man denn darauf? Vorweg, Sie brauchen keine Statistiken bemühen über das Wirtschaftswachstum des westafrikanischen Landes, Bevölkerungsstatistiken, Einkommensverhältnisse oder ähnliches. Jeder normal denkende Betriebswirt lässt danach die Finger davon. Sie werden keinen Tipp bekommen in den Wirtschaftsteilen der regionalen, überregionalen Zeitschriften. Der Senegal ist man gerade so ein bisschen durch die Präsidentschaftswahl, auf die komme ich im Laufe des Abends noch, gerade durch die bis in die Süddeutsche gekommen. Auch so Spiegel Online hat mal so ein paar Berichte gebracht, habe ich natürlich sehr intensiv verfolgt. Und Sie werden ihn auch nicht finden in der Liste der 10 besten Wellness-Hotels, in denen man so einen Urlaub verbringen könnte. Meiner war in einem Camp im Busch ohne Wasser, ohne Strom. Geblieben bin ich trotzdem. Investoren fragen dann gerne mal nach, wie lange machten ihr das schon? Ja, die ersten 2 Jahre kriegt man ja locker hin, aber danach wird es dann noch ein bisschen eng. Aber Kind, wie willst du denn damit Geld verdienen? Ja klar, die Mama macht sich Sorgen. Kann man ja auch alles verstehen. Und zu den Anfangszeiten, als wir so die ersten Schritte gegangen sind, haben wir unsere Kinder mitgenommen. Damals waren gerade 4 und 6 Jahre alt. Und Kinder und Betrunkene sagen ja bekanntlich die Wahrheit. Und auf dem Rückweg war mein Sohnemann damals gerade 4, ganz begeistert und stand dann in Dakar, in so einem schönen Mole direkt am Strand, relativ plastikfrei, war ein teures Hotel. Der Strand gehörte zumindest zum teuren Hotel und sagte: Mama, wenn wir zu Hause sind, müssen wir aber dringend die Oma anrufen. Ich mir so: Oh mein Kind, da sprichst du was gelassen aus, weil die war alles andere begeistert, dass ich ihre Kinder mit in diese gefährliche Ecke nehmen würde. Da meinte sie: Mama, die Oma sagt immer, Afrika ist so gefährlich. Wir müssen ihr sagen, das stimmt gar nicht. Das war sein Blick auf die Welt. Und ich glaube, es liegt im Wesentlichen daran, dass in unseren Köpfen Afrika anders belegt ist, wie viele Dinge gern mal anders belegt sind, die den zweiten Blick hinter die Kulissen nicht immer so überstehen. Klar, die haben ja alle kein Geld. Was fällt uns noch dazu ein? Korruption ohne Ende, Kriege, Hunger, eine Katastrophe nach der anderen, bloß nicht hingehen, AIDS-Quote gigantomanisch. Zum Thema kein Geld erinnere ich mich sehr gut an die erste Einladung einer Freundin von mir zum Essen.
Normalerweise denkt man sich ja nichts dabei, außer nett, geht man mal hin. Mir war das hochgradig unangenehm. Es war mein zweiter Aufenthalt im Senegal und auch bei mir war belegt, Einladung zum Essen, kannst du das jetzt annehmen? Oder stürzt du die Familie damit in finanzielle Probleme? Ich habe mich dann beraten mit einer älteren Freundin, die sagt, wieso, wo ist dein Problem, wenn die dich einlädt, dann passt das schon. Okay. Ich wollte etwas mitnehmen. Fauxpas. Darf man gar nicht, bloß nichts mitnehmen. Okay. Ich saß dann wohl etwas gehemmt auf meinem Stuhl und sah der guten Mai beim Kochen zu, über dem Holzfeuer, auf dem Boden. Nach allen Regeln der Gastfreundschaft zauberte sie da ein hervorragendes Essen hin und sah mich immer noch mit so skeptischen Blicken an und sagte, sag mal, Heidi, was hast du eigentlich? Wir sind doch nicht arm. Da beginnt man Einsteins Relativitätstheorie noch mal völlig neu zu durchdenken. Zu den politisch Instabilen, ich hatte es vorhin schon angesprochen, ich bin gerade wahnsinnig stolz auf meinen Senegal. Die haben eh schon immer den Ruf gehabt, in diesem französischsprachigen Raum Westafrikas die stabilste Demokratie zu haben. Und sie waren kurz davor, leider, diesen Ruf zu verspielen. Und mir war wirklich Angst und Bange so. Im November, Dezember kippte es. Der amtierende Präsident wollte eine dritte Amtszeit antreten, obwohl die Verfassung was anderes sagt. Er hat dann so lange nach französischen Anwälten gesucht, bis die sagten, du hast recht und die Verfassung nicht. Das fand das Volk dann auch irgendwie ein bisschen merkwürdig. Es gab viele, viele Herausforderer. Einer davon ist dann mit ihm in die Stichwahl gegangen. Er hat diese Stichwahl gewonnen. Der Senegal hat einen neuen Präsidenten mit einer wirklich demokratisch abgelaufenen Wahl und die Unruhen, vor denen auch ich das erste Mal im Januar die Hauptstadt verlassen hatte, haben sich dann Gott sei Dank als Strohfeuer herausgestellt. Das muss ich jetzt mal loswerden, weil das einfach so frisch ist und ich mich so darüber freue. Wer ist unser stärkster Konkurrent, wenn Sie sich in einem Land wie dem Senegal bewegen? Nein, nicht E.ON. Solar World, EDF, eher die Marokkaner. Ich sag's Ihnen. Es ist die Entwicklungshilfe. Glauben Sie mir mal, ja, das Allerwichtigste bei der Entwicklungshilfe ist Einfühlungsvermögen. Ich habe ja da so meine eigene Theorie, wie Entwicklungshilfe funktionieren sollte. Im Prinzip sind wir seit Jahrzehnten dabei, diese Entwicklungshilfe so durchzuziehen, wie wir es eben seit Jahrzehnten tun. War gut, ist gut, bleibt gut. Die Minister kommen, die Minister gehen. Der jetzige wollte sein Ministerium eigentlich abschaffen, bevor er es übernommen hat. Ich fürchte, das schafft sich im Moment eher seine Partei ab, als er das Ministerium. Aber gut, das werden wir dann auch noch überleben. Aber eigentlich müsste es doch funktionieren wie Interimsmanagement. Ein guter Interimsmanager tritt seinen Job an, weiß, er hat so und so viel Zeit und hat den Job dann gut gemacht, wenn er danach gehen kann. Entwicklungshilfe könnte auch mal so funktionieren, tut sie aber nicht. Sie wird verlängert und erhöht. Ich sage ja nicht, dass wir diese Entwicklungshilfegelder nicht brauchen. Auch dafür gibt es Theorien, die sagen, dreht den Geldhahn zu, stellt diese Länder auf eigene Füße und lasst die einfach mal machen. Übrigens der Vorschlag einer afrikanischen Wirtschaftswissenschaftlerin, die in Amerika bei den Standard & Poor's, glaube ich, war es, gewesen ist, hat ein hochspannendes Buch geschrieben, Dead Aid, in Analogie zum Life Aid, glaube ich, hieß es, genau, vom Bono, die ganz klar anprangert, dass wir mit unseren Spendenfluten den afrikanischen Kontinent in die Abhängigkeit drängen und erhalten. Da möchten wir jetzt keine entwicklungspolitischen Diskussionen führen. Meine Theorie ist, wir haben auf dieser Welt kein Geldproblem, wir haben maximal ein Geldverteilungsproblem. Und wenn wir uns so einen Haushalt mal angucken, Volkswirte unter uns, die müssen jetzt mal ganz kurz pragmatisch werden, ja, ich vereinfache. Dann hat doch eigentlich jeder Staatshaushalt, egal in welchem Land dieser Welt, eine Einnahmenseite und eine Ausgabenseite. Wenn es gut läuft, auch das schaffen nicht mal die entwickelsten Staaten dieser Erde, ist das ausgeglichen.
wenn das so läuft, wie ich das aus dem Senegal kenne, dann ist so eine Einnahmenseite relativ klein, weil mit Landwirtschaft, produzierendem Gewerbe, man möchte es gar nicht Industrie nennen, Dienstleistern oder anderen Quellen, die etwas, also für Gehälter, Löhne und zum Beispiel ganz normale Steuern zu zahlen, aus dem Angestelltenbereich, müsste das ja eigentlich hier reinfließen in den Staatskessel. Und aus den ganzen Einnahmen finanziert auch ein Entwicklungsland nichts anderes als seine Bildung, seine Straßen und Infrastruktur, seine Verwaltung, Gesundheitswesen und was es da alles gibt. Nur mal fürs Prinzip. Was passiert jetzt mit Entwicklungshilfegeldern? Die erhöhen das Staatsbudget, die kommen alle schön hier oben rein für öffentliche Ausgaben. Das wird wunderbar aufgebläht. Ein Grund, warum in diesen Ländern jeder Zweite den Wunsch hat, Beamter zu werden. Das liegt nicht etwa daran, dass die so ein besonders tolles Leben führen würden. Es liegt vor allen Dingen daran, dass die Alternativen fehlen. Und dann kommt mein Unternehmerherz durch. Wenn hier so wenig ist, dann ist doch eigentlich viel Platz, um es auszubauen. Da sind Investoren gefragt. Da sind Geschäftsentwickler gefragt. Ja, da sind auch Leute mit einem verdammt langen Atem gefragt. Keine Frage. Aber wenn mir jemand sagt, auf diesem, bleiben wir mal bei meinem Gebiet, dem Strombereich, 80% deiner potenziellen Kunden haben keinen Strom, aber alle warten drauf, dann ist das doch ein gigantomanischer Markt, oder? Zeigen Sie mir den Unternehmer, der bei 80% Marktpotenzial sagt, ach nö, lass mal. Afrika überlassen wir gerade ganz, ganz anderen. Da bekommt so ein Thema Wachstum nochmal eine völlig neue Debatte. Natürlich brauchen wir Wachstum. Vielleicht nicht bei uns und vielleicht nicht nach den klassischen Kriterien. Aber auf dieser Welt ist noch so viel zu tun. Da können wir an ganz, ganz vielen Stellen nochmal nachlegen. Und das Wachstum global verträglich zu gestalten, heißt für mich auch, diese Schere zwischen dem Niveau, was wir heute haben, und dem, was ich da tagtäglich in meinem Beruf erlebe, ein bisschen kleiner werden zu lassen. Henry Ford hat einmal gesagt, das Geben ist einfach. Das Geben überflüssig zu machen, viel schwerer. Und wenn wir das hinbekommen wollen, dann hilft nichts anderes als ein Perspektivwechsel. Dann müssen wir mal den Mut haben, völlig neu zu denken. Wer von Ihnen Kinder hat und vielleicht so diese, ich fand sie ziemlich nervig, muss ich sagen, Warum-Phase durch hat, ja, der kann sich darin nochmal reinversetzen. Meine Tochter kam nämlich mal mit so einem tollen Beispiel. Mama, warum heißt der Regenbogen Regenbogen? Ja, der kommt halt nach dem Regen. Es hat doch gerade geregnet. Warum gibt es jetzt keinen Regenbogen? Na, weil halt keine Sonne da war. Man sah dieses kleine Hirn, ratter, 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 ratter. Aber Mama, wenn es doch Sonne braucht für den Regenbogen, dann muss der nicht Regenbogen heißen, sondern Sonnenbogen. Überlegen Sie mal, in wie vielen Stellen man nochmal warum fragen könnte und was Kinder gerne so an Warum-Fragen nachschieben würden, um mit wie billigen Antworten wir uns manchmal so zufrieden geben. Ob der erste Schritt, in den Sie dann gehen, der richtige ist, werden Sie eh erst hinterher wissen. Aber um den ersten kommen Sie nicht drumherum. Was immer Sie anpacken wollen, den ersten Schritt müssen Sie tun. Unser erster war ja auch nicht, die Solaranlagen hinzusetzen. Unser erster war es, Berufsschulen zu bauen, ganz klassisch. Mein Mann und ich hatten einen privaten Verein kennengelernt, hier in der Nähe von München, die Berufsschulen finanziert haben. Und zum berühmten runden Geburtstag, zu dem man nun wirklich nicht mehr die 17. Teekanne geschenkt bekommen möchte, wurde gesammelt für einen guten Zweck, eben für diese Berufsschule. Mein Mann ist Hobbyschreiner, es ging um eine Schreinerschule. Da können wir alle zwei und zwei zusammenzählen. Ja klar, wir haben den Lehrer bezahlt.
für den ersten Ausbildungsjahrgang. Beide in der IT-Industrie gearbeitet, doch Herr Dürre, damals hat man richtig gut Geld damit verdienen können, haben das auch gerne weitergegeben, weil wir uns gesagt haben, ohne Ausbildung geht gar nichts und Ausbildung kostet Geld. Das ist auch in meinem Modell oben. Wir sind also hingefahren, uns angeschaut, was aus diesen Berufsschulen dann so rauskommt. Wir waren völlig begeistert von den Möbeln, die dort in der Ausstellung standen. Einer der Absolventen hat gerade die Möbel für unser Haus bauen können. Und genau diese Berufsschüler standen so kurz vor dem Abschluss. Der erste Jahrgang war durch mit 3 Jahren. Und dann hatten eine völlig berechtigte Frage. Lieber Verein, vielen Dank für die Ausbildung. Was machen wir jetzt? Es gab keine Schreinerfirmen in der Gegend, wo sie sich hätten anstellen können, lassen können. Wozu mache ich eine Schreinerausbildung, wenn ich hinterher kein Schreiner bin? Das macht also überhaupt keinen Sinn. Die meisten sind dann mangels Alternative zum Militär gegangen. Es waren eh fast alles Jungs, da war so ein Mädel dabei. Also von daher war das ein gangbarer Fortsatz. Und von den restlichen standen 3 bei uns abends im Camp und sagten, hey, wir würden gerne ein eigenes Atelier aufmachen. Das wäre doch mal was. Könnt ihr uns helfen? Und da hat ein Verein als gemeinnützig anerkannt ein Problem mit dem deutschen Steuerrecht. Die Förderung eines wirtschaftlichen Betriebes gefährdet die Anerkennung der Gemeinnützigkeit, sprich keine Spendenquittung mehr. Und dann heißt es, dafür sind wir nicht zuständig. Ich schäme mich heute noch in Grund und Boden für die Antwort unseres Vorstands. Sie war zwar sachlich richtig, hilft aber so einem jungen Menschen, der gerade denkt, wir würden ihm helfen, auf die Füße zu kommen, genau null weiter. Ich habe mir dann an der einen Hand meinen Mann und in der anderen Hand eine Petroleumlampe geschnappt. Wir sind zu einem Spaziergang aufgebrochen. Zu der Zeit sollte man ohne Petroleumlampe nicht aus dem Haus gehen. Es gab keine Straßenbeleuchtung. Das war wirklich stockfinster und Neumond noch dazu. Wie kriegen wir es hin, dass unsere Spenden für den Lehrer hinterher auch noch Sinn machen? Warum soll ich einen zweiten Ausbildungsjahrgang durchfinanzieren, wenn schon der erste keine Perspektive hat? Jetzt aber einfach sagen, naja, war gut gemeint, aber irgendwie funktioniert es nicht, kann es auch nicht sein, fand ich persönlich sehr unbefriedigend. Und die Jungs, die hatten ja auch einen Plan. Die wussten, da haben sie ihre Kunden, sie können Möbel bauen, der Markt wäre da. Wie kriegen wir das hin? Ja, kurzum, wir haben einen GmbH-Mantel, den wir in Deutschland hatten, genommen, um eine GmbH und KKG zu gründen, haben unter Freunden und Bekannten Risikokapital eingesammelt und für einen kleineren 5-stelligen Betrag Gründungskredite vergeben. Jetzt sehe ich schon, Mikrokredite. Nein, keine Mikrokredite. Die Einrichtung einer Schreinerwerkstatt kostet auch im Senegal ein bisschen mehr als 100 Euro. Und an diese 100 Euro zu kommen, ist über Mikrokredite ein verdammt teures Unterfangen. Schätzen Sie mal, wie hoch der Marktwert inzwischen für Mikrokredite so weltweit liegt. Schnitt, Pi mal Daumen. eBay, 1, 2, 3. 20 Milliarden. Das Volumen her. Das Gesamtvolumen der Mikrokredite. So das kommt gut hin. Haben Sie eine Ahnung über den Zinssatz, der da so kursiert? 15, 15, 20, 20. %35. Und da sind die Seriösen mit dabei. Es ist ein Durchschnittswert. Problem Nummer 1, ich kann das betriebswirtschaftlich absolut nachvollziehen. Diese Mikrokredite von der Rückzahlung her wieder reinzuholen, ist ein verdammter Aufwand. Eben durch das Prinzip, die Bank kommt zum Kunden. Da muss also jemand wirklich für Mini-Beträge einen relativ hohen Aufwand fahren, um in so ein Dorf zu kommen, 8 Kilometer weg von der Hauptstraße. Ich mache das selber täglich zu Fuß hin und zurück. Sie wissen auch abends, was Sie gemacht haben. Ja? Es hat nämlich auch mal so 35 Grad im Schatten, wenn Sie da nach Hause kommen. Das ist nicht unbedingt spaßig. Wirtschaftlich nachvollziehen kann ich das, dass das notwendig ist. Nur wenn so ein Geschäftsmodell 30, 35% Zinsen verlangt,
dann hinterfrage ich das Geschäftsmodell. Ich finde das in höchstem Maße unsozial. Zumal sie dann auch mit relativ kleinen Beträgen eine Laufzeit haben, die so 3-4 Monate lang ist. Und wer schon mal in solchen Ländern unterwegs ist, weiß, wie relativ kurz dort 3-4 Monate sind. Wir Europäer haben die Uhren, Afrikaner haben die Zeit. Das dauert eine Weile, bis man da sowas in Gang bekommt. Ich persönlich habe mal 7 Stunden damit verbracht, ein Fax zu bestätigen. Als erstes warten Sie auf das Buschtaxi. Dann darauf, dass gleichzeitig Telefon und Strom funktionieren, damit sie überhaupt einen Fax schicken können. Dann muss das den Empfänger in Dakar auch noch erreichen, sprich, der darf nicht gerade in der 2-stündigen Mittagspause sein. Wenn der es nicht ist, ist es garantiert der Betreiber des Telecentres, in dem Sie gerade einen Fax schicken wollten. Da können Sie sich eigentlich nur noch unter den nächsten Mangobaum setzen und warten, dass der wiederkommt. Dann schicken Sie das Fax zum zweiten Mal, weil natürlich hat dieses Fax nicht die Mittagspause in Dakar überlebt. Sie sind froh, dass es angekommen ist, haken telefonisch nochmal nach, warten auf das Buschtaxi, das Sie zurückbringt. Und dann ist auch dieser Tag sinnvoll verbracht worden. So läuft das. Und das größere Problem ist der Stromausfall. Mit dem Verkehr, das kriegt man alles hin, diese Buschtaxis, die rollen. Aber der Stromausfall, der war schon echt nervig. Und der ist nicht nur in einem Telecentre nervig, der ist auch bei einem Schreiner nervig, der alles per Hand machen muss. Die Damen unter uns, diese Oberkörper, sind echt was fürs Auge. Ja? Fitnessstudio brauchen die Jungs keins mehr. Produktiv ist aber was anderes. Holzmöbel mit der Hand, so immer schön. Ja? Dauert auch in Afrika eine Ewigkeit. So kamen wir zum Stromthema. Wenn jemand an Solar denkt und Strom und Afrika, dann kommt so früher oder später das Desertec-Modell dazu. Für den Transport müssen Sie sich noch was einfallen lassen. Meine Prognose ist, nicht nur dafür, denn aus eigener Erfahrung weiß ich, wenn Sie diesen Solarstrom nicht aus Afrika holen wollen, sondern in Afrika lassen, dann haben Sie nicht nur ein Transportproblem, sondern auch eins für die Finanzierung, für die Wartung, für den Betrieb, fürs Inkasso, für die Batterieentsorgung, für die Technikerausbildung, wie bringe ich dem eine Eingaben-Ausgabenrechnung bei und ähnliche Kleinigkeiten. Sollten Sie jemals daran denken, ein ähnlich verrücktes Geschäftsmodell aufzuziehen, wie wir das gemacht haben, gebe ich Ihnen nach 5 Jahren Erfahrung meinen besten Tipp mit. Lassen Sie sich rechtzeitig auszeichnen. Sammeln Sie Preise, wo immer es geht. Preise helfen. Wir haben 2009, damals noch aus den Händen von Hermann Scheer, Gott hab ihn selig, unseren Solarpapst, und Franz Alt den Deutschen Solarpreis entgegennehmen dürfen. Und waren damit das erste Wirtschaftsunternehmen in der Kategorie Eine Welt Zusammenarbeit. Es gab ganz viele Vereine, die verschiedenste Modelle mit diesem Solarpreis versehen bekommen haben. Aber eine Firma in der Kategorie noch nie. Wir hatten danach so einen Glaubwürdigkeitsstempel auf der Stirn, was das Arbeiten in vielen Kreisen doch deutlich erleichtert hat. Es tut dann schon gut, mal so ein bisschen was auf die Schulter geklopft zu kriegen und nicht immer gefragt zu werden, sag mal, was habt ihr euch dabei eigentlich gedacht? Und noch etwas kann man dabei lernen. Andere sind auch verrückt, wenn nicht sogar noch schlimmer. Das tröstet auch. Und ich erinnere mich gut an die Laudatio von Hermann Scheer, der zur Eröffnung dieser deutschen Solarpreisvergabe den Herrn Schopenhauer zitierte. Wer immer etwas Neues beginnt, wird 3 Phasen durchlaufen. Er wird zuerst belächelt, dieser verrückten Idee. Bekämpft, sobald die Idee droht zu funktionieren. Aber wenn sie es dann tut, wollten immer schon alle von Anfang an dafür gewesen sein. Er begleitet uns, der Herr Schopenhauer. Wer an Solarstrom denkt, ist ja ganz gerne mal dabei, das deutsche Einspeisegesetz, die Einspeisevergütung, gerade wunderbar politisch durch die Presse getrieben, um es mal vorsichtig zu formulieren. Auch ich wurde im Vorgespräch gefragt vom Herrn Ott, ja, macht er doch bestimmt was mit Einspeisevergütung. Sagen wir mal so, so ein EEG auf Afrikanisch zu übersetzen,
hat mehrere Probleme. Weil das EEG funktioniert wie? Sie speisen Solarstrom in ein Netz ein und kriegen eine staatlich garantierte Rückvergütung. Der Senegal hat in 80% des ländlichen Raumes kein Netz. Und so eine staatlich garantierte Einspeisevergütung auch nicht. Sprich, wie geht das ohne Netz und ohne Staat? Dafür haben wir eine Idee entwickelt, die mit Stromgutscheinen funktioniert. Wir gehen dort an Unternehmen ran, verkaufen diese Projekte im Rahmen von sozialer Verantwortung, Corporate Social Responsibility. Es gibt viele, die Solar und Solarstrom, aber auch vor allen Dingen Unternehmertum in Afrika fördern möchten und die mit diesen Stromgutscheinen sozusagen ein EEG auf afrikanisch finanzieren. Jetzt gehen wir da nicht mit der Gießkanne durch, sondern ich bleibe auch hier einem meiner Grundprinzipien treu. Es ärgert mich nichts mehr, als Geld zu verschenken. Ich fordere immer eine Gegenleistung, so auch bei diesen Stromgutscheinen. Die geben wir bevorzugt an Unternehmer, die ein tolles Geschäftsmodell im Kopf haben, dafür aber einen Stromanschluss brauchen. Die bekommen mit diesen Gutscheinen so eine kleine Anschubmotivation. Und vor allen Dingen vergeben wir diese Gutscheine an Schulen. Und zwar immer für die 10 Besten der Woche. Da wird wöchentlich ein Test geschrieben. Die Lehrer wissen also ganz genau, wo die Kinder stehen. Auch die Eltern sollten es wissen. Mir wurde rückgemeldet, seit es für gute Noten Stromgutscheine gibt, geldwerter Vorteil würde es wahrscheinlich in der deutschen Steuersprache heißen, sind die Noten, nicht nur die Noten besser geworden, sondern es gehen auch mehr Kinder regelmäßiger in die Schule. Ich finde das ein ganz tolles Ergebnis, weil ohne Bildung können wir nun wirklich da überhaupt nichts mehr machen. Als wir diese Idee prämiert bekamen, war unsere Laudatorin eine Fondsmanagerin der Deutschen Bank, die diese ganzen Afrika-Fonds unter sich hat, auch mit dem Afrika-Virus infiziert. Den haben sie oder den haben sie nicht. Da kann man gar nichts gegen machen. Das Schlimme ist, wenn sie ihn haben, werden sie ihn nie wieder los. Ich habe noch nichts anderes erlebt. Und die hat eine sehr emotional bewegende Rede gehalten über ihren eigenen Besuch in Uganda. Sie hat sich ein paar Sabbatical-Monate von der Deutschen Bank genehmigt, ist nach Uganda gegangen und hat dort selber ein Projekt, auch mit einer Solaranlage, mit Schulen, mitten auf dem ugandischen Land durchgezogen. Und von diesem Aufenthalt hat sie sich eine Petroleumlampe mitgebracht. Und sie wünschte den Afrikanern und uns, dass diese Petroleumlampen in Afrika irgendwann eines Tages, lieber schneller als später, auch nur noch ein Erinnerungsstück wären. Wenn wir jetzt mal gucken, diese Petroleumlampen sind ja auch immer allgegenwärtig, wenn man so über Elektrifizierungsprojekte in Afrika referiert. Denn worum geht's? Es geht um Licht. Wenn wir dieses Pferd mal von hinten aufzäumen, kommt man zwar relativ schnell zu dem Ergebnis, dass es nicht reicht, die Armut zu beleuchten, aber dass es unternehmerisch viele, viele Ansätze gibt, mit Strom etwas in Bewegung zu setzen. Übrigens ist Ihnen mal aufgefallen, wenn Sie Unternehmertum von hinten lesen, dass da Mut rauskommt? Das kann kein Zufall sein. Wenn ich dort unternehmerisch unterwegs bin, muss ich mir natürlich auch angucken, was macht die geliebte Konkurrenz. Und um das Lichtproblem zu lösen, gibt es inzwischen die diversesten Ausführungen der sogenannten Solar Home Systeme. Also ein Mini-Modul auf dem Dach, was eine begrenzte Anzahl von Lampen füttert. Im günstigen Fall noch ein Radio oder vielleicht ein Fernseher. Das Problem ist, diese Dinger wachsen nicht mit. Aber auch in Afrika kommt der Appetit beim Essen. Wer mal Strom im Haus hat, der hätte auch gern einen Kühlschrank. Und wenn wir uns jetzt überlegen, wie soll dieser Strom überhaupt bezahlt werden können, dann müssen wir uns auch überlegen, wie kommen wir weg von einem rein konsumtiven Strom. Klar ist es nett, Lebensmittel kühlen zu können und auch ein Film im afrikanischen Dorf ist schon sehr unterhaltsam. Nur damit kann ich kein Geld verdienen. Also muss ich es irgendwie bezahlt bekommen. Licht alleine reicht da nicht aus. Von Licht zu Strom ist offensichtlich noch ein weiter Weg. Der zweite Knackpunkt, den ich persönlich so sehe, ist, dass gerne versucht wird, diese Lösungen so preiswert wie möglich zu machen. Einerseits verständlich, leider aber auch, naja, so ein bisschen die Billigvariante, die nicht so wirklich lange hält.
Das Problem ist ja nicht, dass die kein Geld haben. Oder andersrum gesagt, wenn wir jetzt dabei bleiben, dass sie immer kein Geld haben, sich andere Dinge zu leisten, sind wir in der Falle, dass wir Probleme noch nie auf dem Weg gelöst haben, wie sie entstanden sind. Wie kriege ich also ein Einkommen erhöht? Geht nur durch produktive Nutzung. Wenn ich mit Strom Geld verdienen kann, eine Nähmaschine laufen lassen, eine Schreinerwerkstatt vernünftig mit Maschinen ausstatten lassen, eine Fischzucht von mir aus mit einer Pumpe und so weiter. Da gibt es ja die diversesten Möglichkeiten. Wir haben jetzt mal angefangen, dieses Grundproblem des Lichtes über ein Kioskmodell zu lösen. Sprich, in der kleinsten Variante funktioniert es mit einem hundsnormalen Solarmodul, was wir von der Qualität her in der Solarindustrie einkaufen, also industrielle Standardprodukte. Zum einen, um die Qualität zu sichern. Wir haben eine Leistungsgarantie von bis zu 20 Jahren auf die Performance dieser Module und eine hundsnormale Gewährleistungsgarantie, wie es halt das deutsche Gewährleistungsrecht hergibt. Und können vor allen Dingen dann auch darauf setzen, dass die vernünftig produziert sind. Bei den kleineren Modulen können wir das leider nicht immer. Bei diesen Ladeangeboten werden wir immer gefragt, ja, wie zahlen die denn das? Das mussten wir uns natürlich auch fragen. Wie viele solcher Lampen oder Handys oder Batterien können da geladen werden und was ist da für ein Vergleichspreis? Gibt ja keinen. Doch, es gibt die Petroleumlampe. So ein Liter Petroleum hat zu der Zeit, als wir angefangen haben, je nach Situation des Dorfes, weil der Transportpreis immer oben drauf kommt, so zwischen 70 und 75 Euro Cent gekostet. Wir sind inzwischen bei kurz vor einem Euro. Die Ölpreissteigerungen machen auch vor dem Senegal nicht Halt. Und so ein Liter Petroleum für 1 Euro gibt so etwa 40 Stunden Licht. Ich habe diverse Umfragen geführt bei den Frauen, die halt immer so die Haushaltsführung innehaben und zu schwankende Angaben bekommen, weil sich darüber einfach keiner Gedanken macht. Es wird genau so lange Licht angemacht, wie Petroleum da drin ist. Und dann gibt es das nächste Licht, wenn wir wieder ein Liter Petroleum haben. Da führt ja keiner Buch drüber. Also habe ich selber Petroleumlampe, 1 Liter Petroleum, Petroleum rein, Lampe ein, Lampe aus und Protokoll geführt. Da kam dann so nach ein paar Tagen Experiment auf diese Art und Weise ein Schnitt von 35 bis 40 Stunden Dauer raus, je nachdem, wie oft man da ein- und ausschaltet. Und dann haben wir diese Leuchtzeit mal verglichen. Wir sprechen jetzt mal nicht über die Leuchtkraft einer Petroleumlampe im Vergleich zu dem, was wir hier Glühbirne nennen. Ja. Und kam dann auf einen Kilowattpreis von 1,20 Euro. Diese billigen Petroleumlampen, dieses Funzellicht, was den Namen Licht eigentlich nicht verdient, ist der teuerste Lichtstrom, den man sich so vorstellen kann. Die vergleichbare Leistung über Solar zu produzieren, was ja immer ach so teuer ist und ja mit keinem Strompreis konkurrieren kann, machen wir gerade für die Hälfte. Und damit trägt sich das Ganze, wird anerkannt und geht weiter. Natürlich kann das nur der erste Schritt sein, aber es ist nun mal der erste. Und wenn wir das Ganze schon auf diesem Niveau zu Ende denken, dann kommen da mehr Probleme als Lösungen gerade auf uns zu. Unser Modell basiert im Wesentlichen darauf, dass es in Afrika viel zu teuer, aufwendig, umständlich ist, Dörfer mit dem Netz zu versorgen. Die Netzerweiterung als Option fällt in den meisten Fällen aus, weil die Dörfer einfach zu weit weg sind von der Hauptstraße, mal davon ab, dass da auch noch bis vor einem Jahr staatliches Monopol drauf war und sie bis zu 6 Kilometer entlang des bestehenden Netzes gar nicht intervenieren durften. Das kippt jetzt so langsam, aber da wollen wir jetzt mal nicht so ins Detail gehen. Fakt ist, ein Netzausbau rentiert sich nicht, weil sie einfach zum Teil quer durch den Busch müssen, die Entfernungen zu groß sind und dann hinterher eine Handvoll Haushalte relativ wenig Strom verbrauchen. Sprich, die Nachfrage deckt die Kosten nicht. Da kommen sie nicht auf den grünen Zweig. Wie geht das Ganze ohne Netz? Mit Batterien. Batterien haben aber eine sehr begrenzte Lebenszeit. Sprich, ich stehe vor einem verdammten Entsorgungsproblem, wenn ich mich da nicht aufführen möchte wie die Umweltsau im Walde. Das Batterierecycling ist im Moment ein echtes Thema, weil ich persönlich es unerträglich finde zu wissen, dass der ganze Abfall einfach nicht gescheit entsorgt wird.
ja auch so ein schönes Projekt. Vielleicht können wir da mal mit diesem Plastikmüll noch ein bisschen weiter. Das tackert gerade. Geht mir oft so. Aber zum Stichwort Entsorgen. Wir werden ganz oft gefragt, ja, ich habe hier so einen Kühlschrank, aber keinen Strom. Den habe ich mal geschenkt gekriegt. Könnt ihr mir den nicht anschließen? Ja, klar können wir das. Diese alten Kühlschränke, egal wer sie dann mal mit noch so guter Absicht darunter gekarrt hat, haben den verdammten Nachteil, dass die alles andere als energieeffizient sind. Das sind Stromfresser vor dem Herrn. Aber offensichtlich war der Transport nach Afrika immer noch günstiger als die Entsorgung in Europa. Anders ist dieser ganze Müll dort unten nicht zu erklären. Wenn wir da mal eine Verbrauchsrechnung machen, was ein alter Kühlschrank an Strom frisst, dann wird das insgesamt teurer als ein Marken-A++ Energieeffizienzgerät zu nehmen und mit der Hälfte an Solarstrom zu versorgen. So wird man also auch Händler für energieeffiziente Kühlschränke. Ja, mei, so ist das Unternehmerleben, sei immer für eine Überraschung gut. Aber das gleiche Problem ist, wir sind ja auch hier, um so ein paar Impulse auszutauschen, das gleiche Problem treffen Sie ja nicht nur bei irgendwelchen Elektrogeräten. Uganda hat vor 2 Jahren die Einfuhr von alten Computern verboten. Das Problem war nämlich, dass die nicht im Ganzen ankommen, sondern unterwegs in ihre Einzelteile zerlegt sind. Wenn es gut läuft, sind es Leute, die damit noch was anfangen können. Wenn es schlecht läuft, vergiften sich damit Kinder auf irgendwelchen Deponien, weil sie einfach mit den Giftstoffen im Computer nicht umgehen können. Und die ugandische Regierung hat jetzt gesagt, passt mal auf, ihr seid doch so gut in Recycling-Themen, macht das doch einfach mal bei euch zu Hause. Ja, stimmt. Wo sie recht haben, haben sie recht. Und wenn wir uns jetzt überlegen, was so mit Altkleidern passiert, die dann so auf den größten Altkleidermarkt der Welt, Nairobi, Sitz von UNO und anderen Entwicklungshilfeorganisationen größeren Stils, werden dort die Altkleider zum Kilopreis verschleudert. So ein FC Bayern T-Shirt ist da deutlich günstiger als das, was ich meinem Sohn unter den Weihnachtsbaum lege, ja, wenn er brav ist. Das Problem an der Geschichte ist, die machen den gesamten lokalen Textilmarkt kaputt. Weil dieser Kilopreis einfach billiger ist als ein Meter Stoff, mit dem sie diese wunderschönen, farbenprächtigen Gewänder nähen. Dann laufen sie also rum, wie wir hier auch, mit ausgewaschenen Jeans und schlabbrigen T-Shirts. Es ist so schade. Wir müssten eigentlich nur aufhören damit. Es wäre die beste Wirtschaftsförderung, zumindest für die Textilindustrie in Afrika. Der Senegal hat eine sehr clevere Lösung zum Import von Autos. Ich bin ja immer wieder völlig verblüfft, in welchem Zustand Autos noch fahren. Nicht nur das, Leute zahlen dafür, mit diesen Autos gefahren zu werden, inklusive ich. Ja, steige da in diese rostigen Buschtaxis. Ich gönne mir dann doch ab und an nochmal so ein Peugeot mit 7 Sitzen und sitzt da nicht wie die Ölsardine mit 35 Leuten in einem Bus, der wirklich für die Hälfte ausgelegt war. Aber auch das habe ich durch, muss man mal machen. Die besten Geschichten erfahren Sie im Buschtaxi. Je mehr Leute, desto netter. Braucht man allerdings nicht immer, gebe ich auch zu. Aber die Erfahrung soll man mal gemacht haben. Der Senegal hat jetzt eine Regelung eingeführt, dass importierte Autos nicht älter sein dürfen als 7 Jahre, wenn es PKWs sind, und 5 Jahre, wenn es Transporter sind. Da hat mal jemand echt mitgedacht. Problem, im Norden vom Senegal liegt Mauretanien. Mauretanien hat diese Regelungen nicht. Sprich, die Autos kommen nicht mehr über den Hafen von Dakar, sondern über die Landgrenze aus dem Norden. Da können wir vielleicht noch ein bisschen nachbessern. Ich hatte vorhin gesagt, diesen Strom, den wir dort produzieren, dürfen wir nicht nur für konsumtive Zwecke verwenden. Da muss auch mal Geld mit verdient werden. Berechtigte Frage, womit verdienen diese Leute dort unten Geld? Wir sind jetzt in einer Region unterwegs, die wird so die Kornkammer des Senegals genannt, eine landwirtschaftlich sehr reizvolle Gegend. Also wer da mal so ein bisschen Urlaub abseits des Mainstreams machen möchte, habe ich gerne ein paar Tipps im Anschluss. Sie werden vor allen Dingen kommen in eine Gegend, die geprägt ist von Landwirtschaft, wo dann auch noch wirklich die Reisfelder per Hand bestellt werden. Ich habe mir das mal gegeben.
um zu verstehen, was diese Frauen dort eigentlich tun. Damit es authentisch wird, habe ich mir ein Kleinkind auf dem Rücken binden lassen. Ja, ja. Und ich war nicht schwanger, also das waren wirklich schon mildernde Umstände. Ich war nach 2 Stunden sowas von fix und foxy. Zum Amüsement aller schwarzen Frauen um mich rum. Die haben sich prächtig amüsiert. Ich habe dieses Kind dann wieder seiner Mutter übergeben und beim Kochen geholfen. Konnten immer. Was dort unten geleistet wird, von wegen, die tun ja nichts, wird doch immer wieder unterschätzt. Geld verdient wird mit der Landwirtschaft dadurch, dass sie Plantagen betreiben zum Beispiel. Wir sehen hier den Chef, meinen Ehemann, im Schweiße seines Angesichts selber im Dreck liegend, um die Pumpe zu installieren, die für diesen Plantagenbetreiber eine 2. Ernte bringen wird. Bisher kann der nur einmal ernten, der Senegal hat nur eine Regenzeit, 3 Monate, plus ou moins, im Sommer. Mit der Bewässerung wird es jetzt möglich, dass der eine 2. Ernte einfährt. Und ich habe noch nie so leckere Orangen gegessen wie bei dem auf der Plantage. Da kommt kein Bioladen mit. Wie bezahlen diese Leute? Ich hatte das Vergnügen, nicht nur die Rechnung zu stellen, sondern auch kassieren zu dürfen. Und habe mir ein Beispiel an den Mikrokrediten genommen. Sparen Sie sich die Frage nach, warum wird es nicht einfach überwiesen? Sie wollen es trotzdem wissen, ich sehe schon. Warum wird das nicht einfach überwiesen? 80% meiner Kunden besitzen überhaupt kein Bankkonto. Und von denen, die eins haben, wollen wiederum 80% nicht, dass ihr Bankangestellter auch nur halbwegs eine Ahnung davon hat, wie viel sie mir für diese Pumpe überweisen. Also wird das Ganze bar ausgehandelt. Eine Pumpe mit einem vernünftigen Solarantrieb, 3 bis 4 Module, die haben ja auch die entsprechende Tiefe, also brauchen wir da schon Pumpen mit einer entsprechenden Leistungsfähigkeit, kosten in der regionalen Währung 3,5 Millionen CFA. Das sind so circa 4.200 bis 4.500 Euro. Der größte Schein für diese 3,5 Millionen CFA ist ein 10.000-Euro-Schein. Gegenwert 15 Euro. Mit diesen 10.000 CFA kommen Sie, ich helfe beim Rechnen, mit 350 von diesen Scheinen auf den Kaufpreis. Das durfte nicht nur ich zählen. Das zählt dann bitte auch mein Regionalleiter. 350 mal durch. Wenn wir dann beide sicher sind, dass die Summe stimmt, wird das in diesen wunderschönen schwarzen Plastiktüten verstaut, unauffällig im Rucksack neben die Trinkflasche deponiert und im Buschtaxi für 400 CFA nach Hause gefahren. Ich liebe dieses Land. Allein für diese Geschichten. Hier sehen Sie mal, was das für ein Happening ist, wenn da eine Pumpe installiert wird. Man braucht nicht wirklich 10 Jungs, um da eine Pumpe zu versenken. Aber das ist ein Ereignis. Da gibt es dann auch lecker Mittagessen, das ist auch ein Grund. Ja. Aber da ist dann wirklich jeder dabei, um zu sehen, wie das funktioniert und ob man nicht noch irgendwo eine Schraube halten darf. Dann ziehen sich 3 Leute zurück zur Teezeremonie. Das ist auch cool. Die sind dann auch allerdings auch für den ganzen Vormittag für nichts anderes zu gebrauchen, weil es 3 Stunden dauert, bis der Tee fertig ist. Und auf dieser Plantage durfte ich dann auch mal rumgehen und in dem Fall die Bäuerin fragen, was sie denn da alles so macht. Und sie zeigte mir dann so und hatte so einen Bepflanzungsplan und hier kommen dann die Bohnen hin und da kommt die Paprika hin und da muss das und jenes. Aber Heidi, alles Bio, gell? Für was anderes haben wir überhaupt kein Geld. Sie hatte irgendwo von einer europäischen Touristengruppe aufgeschnappt, dass Bio in Europa der totale Trend sei. Und was für Leute, denen Nahrung viel Geld wert ist. Und hat geschäftstüchtig, wie sie war, ein kleines Pappschild an die Straße gestellt. Hier alles Bio. Die wissen schon, wie es geht. Schön fände ich es jetzt noch, wenn sie von ihren Ernten, die sie da von ihren Beeten runterholt, nicht nur die Rohware verkaufen könnte, sondern das ganze Zeug auch weiter verarbeitet. Tomaten getrocknet als Tomatenmark, Mangos in Konfitürenform, auch getrocknet, lecker, wenn es gut gemacht ist.
Dann käme nämlich das dazu, was mir persönlich immer ganz am Herzen liegt für die Entwicklungsländer, eine lokale Wertschöpfung aufzustellen. Ich war kürzlich in meinem Lieblingsbioladen und habe für eine Besprechung mit einer Workshop-Teilnehmerin bei mir pflichtbewusst Fairtrade-Schokolade gekauft. Und ich fragte in dem Laden extra nach, wo die denn herkäme. Und ja, und sie erklärte mir 37 Geschmacksrichtungen. Ich wollte nur wissen, wo die produziert war. Also der Kakao kam aus Kenia und die Zutaten kamen aus der Elfenbeinküste. Und das war alles super zertifiziert und Demeter und was weiß ich. So, und hergestellt, so Produktion halt. Ja, nee, das machen wir hier in Europa. Das können die ja nicht. Die wissen ja nicht, was uns schmeckt. Ich habe das dann mal mitgenommen und ein bisschen sacken lassen. Ich finde es wirklich schade, dass wir das, was in der Wertschöpfung dann im Endeffekt den Zuwachs bringt, immer nur so auf dem eigenen Teller lassen. Es ist gar nicht so schwierig, lokale Schokolade zu produzieren. Ich esse die im Senegal. Und die ist mindestens so lecker wie das, was wir im Bioladen herkriegen. Und wenn es einen anderen Geschmack hat, finde ich, hat das auch seinen Reiz. Warum gehen wir denn zum Chinesen, zum Inder, zum Italiener, damit nicht alles nach Kartoffelsuppe schmeckt, oder? Mit diesen Fairtrade-Geschichten, glaube ich, haben wir auch noch so ein bisschen Luft nach oben, wenn dann so aus dem Fairtrade auch mal ein Fairmade werden würde. Finde ich persönlich das doch ganz charmant. Bei der Gelegenheit habe ich auch mal wieder unseren Imker getroffen. Wir hatten diesen Imker in unseren ersten GmbH und Co. KG Mini-Kreditvergaben mit dabei gehabt, damit er eben seine Imkerei aufziehen kann. Er hat ein wunderschönes System entwickelt, mit dem er seine Waben in Gärten reinstellt, die eben da sind, die sich diese Wabe mieten und dann fährt er hinterher rum und sammelt diese vollen Waben wieder ein, schleudert das dann bei sich und macht einen super lecker Honig. Der beste daran ist der Mangrovenhonig. Wenn Sie einen wirklich gut sortierten Spezialitätenladen für Honig haben, machen Sie sich mal die Woche den Spaß und fragen nach dem Preis für 100 Gramm. Nicht ganz preiswert, aber lecker. Und diesen Mangrovenhonig habe ich geliebt. Bin also ein Jahr später wieder hin. Dachte, boah, ich hätte jetzt gerne mal Mangrovenhonig. Sagte, die Ernte ausverkauft. Ich so, wie Ernte ausverkauft? Ist ja super. Nee, ist überhaupt nicht super. Denn seine Ernte war nur halb so hoch wie im Jahr zuvor. Das passiert mit dem Klimawandel. Während wir uns hier vielleicht noch ärgern, dass der August ein bisschen frisch und letztes Jahr bei 13 Grad verregnet und so weiter war, bringt es in den Ländern, die viel mehr betroffen sind als wir mit einem verregneten Urlaub, keinen Regen, kein Nektar, kein Nektar, kein Honig, kein Honig, kein Einkommen. Das sind dann immer so die Momente, wo ich mir überlege, ob wir auf diesen ganzen Klimakonferenzen, die rund um den Globus so stattfinden, uns eigentlich klar machen, worüber wir reden. Ich glaube, nein. Auch ein immer wieder schönes Thema, wie kommt Ihr Material durch den Zoll und dahin, wo es hingehört? Ganz einfach, im Container. Diesen Container aus dem Hafen dann dahin zu bekommen, wo er letztendlich bei uns im Lager dann auch einsortiert wird, ist immer wieder eine spannende Geschichte. Jetzt fragen Sie mich garantiert, na, wie viel Korruption hast du denn bezahlt? Ich muss Sie enttäuschen, noch nie auch nur irgendetwas. Das mache ich nicht. Zur Korruption gehören immer zwei. Einer, der sie verlangt und einer, der sie bezahlt. Wir zahlen sie nicht. Dieter Hildebrandt hat das mal wunderbar auf den Punkt gebracht, indem er sagte, Geld macht nicht korrupt. Kein Geld schon. Ich habe mich dann mal erkundigt, wie im Senegal die Zollbeamten bezahlt werden. Verdammt schlecht. Weil der senegalesische Staat perfiderweise darauf setzt, dass sich privilegierte Beamte wie die Zollangestellten durchaus andere Einkommensquellen erschließen könnten. Ich sage ja, ich bin so froh, dass der Senegal einen neuen Präsidenten bekommt. Das wird eines seiner Themen sein. Natürlich rufen wir dann auch immer, wir waren auch nicht frei von, nach der Zollbefreiung. Warum? Wenn man sich mal klar macht, was so die größten Kostenpositionen sind, die wir
durch die Einnahmen und letztendlich dann auch von den Menschen, die dort unten leben, und zwar von deutlich weniger Geld als wir, bezahlen müssen. Wie kriegen wir das zusammen? Dann haben wir als obersten Kostenfaktor natürlich das Material. Klar, wir kaufen gute Qualitätsware, die hat nun mal ihren Preis. Alles andere wäre aber nicht wirklich zielführend. Wir haben Transportkosten, an denen können wir auch nicht wirklich was rütteln, außer diese übliche Optimierung mit wie viel Containern wir im Jahr dann unseren Lagerbestand und so weiter. Da können Sie dann mit Excel rauf und runter juxen. Aber Sie müssen dafür Einfuhrzoll bezahlen. Es sei denn, Sie haben eine Zollbefreiung. Und dieser Einfuhrzoll kann je nach Warenmischung im Container einen Wert zwischen 30-48% ausmachen, die dann einfach auf den Warenwert obendrauf kommen. Das ist eine Stange Holz. Also habe ich in nur 2 Jahren Verhandlung diese Zollbefreiung für uns erwirkt. Und ich habe mich tierisch aufgeregt, dass das jetzt so lange dauert und so zäh ist und dann noch ein Papier und noch ein Stempel und irgendwas fehlt. Bis ich mir mal überlegt habe, warum sträuben die sich so gegen diese Zollbefreiung? Und da kommen wir wieder schön zu diesem Modell. Diese Zolleinnahmen sind eine der wenigen Einnahmeposten für diese Staaten, mit denen sie ihre Staatskasse füllen. Und demjenigen zu sagen, ja, okay, komm, fuhr mal ein hier, paar hunderttausend Euro im Jahr, gar kein Problem, schenken wir dir bloß, damit du bei uns im Land was machst, kann man dann irgendwie wieder nachvollziehen, dass das nicht ganz so leicht fällt. Wenn wir uns jetzt mal vorstellen, wie viel Entwicklungshilfegelder wir auf diesem Planeten so kursieren lassen. Was spricht eigentlich dagegen zu sagen, wir nehmen einen Teil dieser Entwicklungshilfegelder für Firmen, die nach bestimmten Kriterien in diesen Ländern etwas machen, sich engagieren, investieren, langfristig, nachhaltig und so weiter. Wer diese Kriterien erfüllt, soll von dem Zoll befreit werden und der Staat des Geberlandes, in dem Fall unser Entwicklungshilfebudget, würde diese Summe übernehmen. Wir hätten den Kostenposten weg. Der senegalesische Staat hätte sein Einkommen. Der hat wirklich genug zu tun. Ich gönne ihm das wirklich von Herzen. Ja. Und mit diesen Entwicklungshilfegeldern wird dann vielleicht auch endlich mal was Vernünftiges gemacht. Ich habe diese Zollbefreiung mal beim Entwicklungshilfeministerium eingekippt und bin sehr gespannt, was da so die Reaktion sein wird. Wer ganz oft nach Zollbefreiungen fragt und die auch wesentlich leichter bekommt als Unternehmen, sind Vereine, die sich in diesen Regionen engagieren. Und ich ziehe immer wieder ganz, ganz tief den Hut davor, weil diese Thematik natürlich immer nebenbei und ehrenamtlich läuft. Ich selber bin auch so in diese ganzen Geschichten reingerutscht, muss man schon sagen. Und bin jetzt inzwischen auch auf einem ganz guten Weg zu gucken, wie man mit diesen Vereinen zusammenarbeiten kann. Wir haben jetzt eine Geschichte gemacht, die hat mir wirklich gut gefallen. Und zwar hatten wir über ein Firmenbudget, die berühmten sozialen Verantwortungsprojekte, ein Krankenhaus mit Solarmodulen elektrifiziert. Das ist bis heute das einzige Haus, was zuverlässig in diesem Dorf mit Licht versorgt wird. Da ist eine Geburtsstation drin, Geburten finden nun mal traditionell eher nachts statt. Die Medikamente können durchgehend gekühlt werden. Die Lebensmittel können frisch gehalten werden. Also für so ein Krankenhaus ist das schon ein echter Gewinn, ganz klar. Nur was wir dort oben aufs Dach montiert haben, das waren so schlappe 5 kW. Das würde in Europa ausreichen, um einen durchschnittlichen Haushalt zu versorgen. Ist natürlich grandios überdimensioniert. Einspeisen geht nicht, weil keine Vergütung. Ich meine, wir können es dem staatlichen Stromversorger schenken, aber ist irgendwie auch nicht so intelligent. Machen wir bis jetzt de facto, aber eigentlich könnte uns da was Intelligenteres einfallen. Und wir haben in einem Nebenraum von diesem Krankenhaus jetzt 2 Frauen eingestellt, die ein Kühlhaus betreiben. Also ein afrikanisches Kühlhaus. Es ist ein Raum mit Kühlschränken. Hundsnormalen Markengeräten, von uns importiert, zollbefreit, und dann dorthin gestellt. Die vermieten jetzt diese Kühlfläche an die Frauen, die mit ihren Plastikboxen kommen, lassen das dafür zahlen und müssen an uns dann auch eine Stromgebühr und einen Raum und eine Gerätemiete entrichten.
Wir nehmen dieses Geld aber nicht etwa, um tatsächlich unseren Strom und unsere Raummiete dazu decken oder die Geräte zu finanzieren, sondern wir nehmen das, um den Batterieersatz, der definitiv kommen wird für diese Anlage, schon mal aufzustocken. Das Geld wird einfach in eine Rücklage gepackt und damit können wir so einen Batterieaussatz finanzieren. In anderen Krankenhäusern ist mir schon was ganz anderes passiert. Das ist nämlich nicht so ganz zu Ende gedacht gewesen. Da bin ich in einem Dorf reingekommen, die üblichen Lehmhütten. Und eins, also die bauten in dieser Gegend traditionell rund. Und dann kam ich an so ein Haus, die Norm rechtwinklig, alle Fenster und Türen auf einer Höhe. Also jeder Architekt hätte seine wahre Freude dran gehabt. Das fiel dermaßen aus dem Rahmen, dass ich gar nicht anders konnte, als zu fragen, was ist denn das? Ja, das haben die Franzosen gebaut. Ich so, wow. Und? Was macht ihr jetzt damit? Ja, guckst du halt mal selber an. Dachte ich mir so, hey, jetzt wird es aber spannend. Geh da durch. Fliesen. Noch nie auf dem lokalen Markt gesehen, also garantiert ein Import aus Frankreich. Es gibt lokale Fliesen zu kaufen, ist nicht das Problem. Man hätte dem lokalen Händler vor Ort echt einen Gefallen tun können, wollten sie aber nicht. Okay. Einheitlich auf den Höhe, schön durchgekachelt. Allein es roch nach Ziege und zwar sehr penetrant. Dieses Krankenhaus ist nie fertiggestellt worden, ist aber heute der bestgekachelte Ziegenstall im ganzen Senegal. Die Frage war nämlich nicht, oder hätte sein müssen, sagen wir mal so, wer kommt hinterher als Arzt in dieses Dorf und betreibt die Krankenstation? Wollt keiner. Schade. Gestatten Sie mir noch ein paar Worte zum Thema andere Länder, andere Sitten. Wir sind hier auf dem Weg, Solarequipment, teure Elektronik im Wert von ein paar 10.000 Euro auf ortsübliche Weise an den Bestimmungsort zu transportieren. Das war für dieses Dorf, in dem wir da sind, der einzig machbare Zugang. Es war nach der Regenzeit, die Straße nicht befahrbar. Auto sowieso immer so eine Sache, weil Stoßdämpfer gab es bestimmt auch mal, funktionieren aber nicht mehr. Das waren schlicht zu heikel für das ganze Material. Und dann hatten wir die Wahl zwischen Piroge und Ochsenkarren. Wasser tut dem Elektronik immer nicht so gut. Deswegen haben wir uns für den Ochsenkarren entschieden. Und haben gelernt, was es heißt, mit dem Thema Zeit umzugehen. Natürlich braucht es länger, aber nicht nur, weil die Ochsen langsamer laufen, sondern auch, weil der Ochsenbesitzer irgendwie eine andere Vorstellung von 8 Uhr hat als wir. 8 Uhr ist, wenn er da ist. Und dann geht's los. Und wenn ich mir mal so überlege, wie wir hier in unseren Breiten manchmal mit dem Thema Zeit umgehen, welche Bedeutung wir dabei messen, dann bin ich doch froh, dass ich in absehbarer Zeit mal wieder runterfahre und mich erden lassen kann, was so wichtig ist im Leben und was nicht. Ich kann auch dieser Methodik, einer U-Bahn hinterher zu rennen, obwohl in 5 Minuten die nächste kommt, gerade nicht mehr so viel abgewinnen. Entzieht sich mir der Sinn, es tut mir leid, es gibt wirklich andere Themen. Gras wächst auch nicht schneller, wenn man daran zieht. Manche Dinge muss man auch einfach abwarten können. Seit wir uns selbstständig gemacht haben, genießen wir den Morgen mit den Kindern ganz anders. Wir sind nicht mehr so gehetzt. Uns fragt keiner, wann wir am Schreibtisch sitzen, außer uns beiden. Und wir wissen das dann, weil wir sind ja nur zu zweit. So ein bisschen Ruhe reinzubringen, glaube ich, würde uns allen ganz gut tun. Damit bin ich auch schon fast am Ende meiner Senegal-Reise angekommen. Das Projekt, was wir dort hochgezogen haben, ist nach 5 Jahren, Gott sei Dank, so etwa im Vorschulalter, würde ich mal sagen. Also es geht so ein bisschen in Richtung Selbstständigkeit. Man kann abends mal wieder weggehen, ohne einen Babysitter bestellen zu müssen. Das hat schon Vorteile. Ich kann so langsam abgeben, Unterlagen übergeben. Sie haben verstanden, was eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung ist. Die Buchhaltung befindet sich inzwischen in einem Ordner. Es ist super. So ein bisschen wie ein Kind. Was ich aber gerne mitnehmen, Ihnen mitgeben möchte,
ist der Perspektivwechsel, der im Wesentlichen bei uns selber anfängt. Und habe Ihnen dafür auch nochmal einen afrikanischen Wink mitgebracht. Handys weg, Trommeln raus, Touristen kommen. Der Handymarkt wird für die Entwicklungsländer immer gerne so als der Vorzeigemarkt hergenommen. Warum funktioniert das? Funktioniert das, weil die jetzt auch überall erreichbar sein wollen? Funktioniert das, weil die so gerne Smartphones streicheln? Funktioniert das, weil die auch ihre Freunde auf Facebook haben? Nicht falsch verstehen, ich genieße diese Facebook-Chats mit meiner Freundin in Siegernschau sehr. Aber das ist nicht deren Antrieb. Diese Handys haben einfach den Alltag revolutioniert. Auf Festnetz müssen wir da nicht warten, ähnlich wie mit dem Stromnetz. Und sie ersparen sich damit diese 8 Kilometer zur Hauptstraße, warten auf das Buschtaxi, fahren in die nächste Kreisstadt, um zu erfahren, dass ihr Händler gerade doch nicht das hat, was sie jetzt brauchen. Da rufen sie lieber mal an und fragen, ob sich der Weg denn lohnt. Ich glaube, wenn man mal überlegt, wo sind so Geschäftsmöglichkeiten, wo geht noch was auf dieser Welt, und da geht noch eine ganze Menge. Ja, also wir jammern schon auf einem verdammt hohen Niveau, das müssen wir jetzt auch mal festhalten. Wo können wir denn wirklich noch etwas mehr rausholen? Wo steckt noch Wachstum drin? Dann sind wir weder auf einer Produktverbesserung noch auf der 17. Schaltertaste für irgendein Gerät, was das jetzt noch komfortabler und bedienerfreundlicher und irgendwas macht, sondern wir sind dabei, neue Lösungen zu finden für Probleme dieses Alltags. Und damit werden diese Angebote auch deutlich mehr werden, als so ein Handy ein Kommunikationsmittel ist. Die Märkte von morgen zeichnen sich ja vor allen Dingen dadurch aus, dass da heute noch keiner dran denkt. Sonst wäre es ein Markt von heute. Und bei den meisten Dingen sind wir dann bei einer wunderschönen Henne-Ei-Debatte. Verlassen wir mal kurz den Senegal und vollziehen wir mal eine hiesige Debatte nach. Mein Lieblingsthema: Elektromobilität. Nein, der Porsche Cayenne wird nicht dadurch besser, dass er jetzt mit Elektromotor die Cheyenne zum Ballett fährt. Das ist nicht das Thema. Das Thema ist, wie bewegen wir uns? Wie wollen wir mobil sein? Was braucht man? Jeder einzeln in einem Fahrzeug oder vielleicht doch mit dem... Kann man ja mal drüber nachdenken. Vor allen Dingen aber führen wir bei dieser Elektromobilität eine wunderbare Henne-Ei-Debatte. Kommen diese Elektroautos, wenn die Ladestationen stehen? Sprich, wenn so ein Tankstellensystem etabliert ist? Oder steht das Tankstellensystem, wenn genug Elektroautos da sind? Ja, wir können ja mal gegenseitig so aufeinander warten. In der Zeit werden 5 Milliarden Menschen sehr gerne auf genau dieses Auto hinsparen, was der indische Anbieter Tata mit dem Kampfpreis von 2000 Euro auf den Markt pustet. Deutsche Ingenieure haben diese Entwicklung abgelehnt. Ein Auto für 2000 Euro vom deutschen Ingenieur, Kinder, bitte, ja? Das geht ja wohl gar nicht. Hängen Sie mal an 5 mal 3 gleich 15 Milliarden noch 3 Nullen hinten dran. Dafür hätte ich mich als deutscher Ingenieur schon mal hingesetzt und überlegt, ob ich das nicht hinkriege. So kann man auch Märkte verschenken. Und jetzt gibt es nicht nur die Inder, die da ein bisschen pragmatisch cleverer drüber nachdenken, da gibt es auch die Chinesen allgegenwärtig. Und jetzt kann man von den Chinesen wirklich halten, was man will. Das ist ja auch nicht alles Gold, was da glänzt. Aber Bedenkenträger gibt es ja deutlich weniger als bei uns. Manchmal, glaube ich, würde uns das ganz gut tun. Ein zweites meiner Steckenpferde von dem hiesigen Markt, was ich mit reingeben würde, ist durchaus inspiriert von den Chinesen. Eines ihrer wirklich weisen Worte sagt: Das Leben beginnt an dem Tag, an dem du einen Garten anlegst. Ich bin bekennende Großstadtpflanze mit grünem Daumen. Das ist vor allen Dingen in München ganz, ganz schwer unter einen Hut zu bringen, weil so ein Quadratmeter Boden bei uns um die Ecke mal schlappe 1200 Euro kostet. Da können Sie schon eine Menge Karotten anbauen, bis Sie das wieder drin haben.
Gleichzeitig überlege ich mir, meine Güte, mein Herz schlägt ja nicht nur so für Afrika, mein Herz schlägt im Wesentlichen für pragmatische Lösungen, von denen ich auch was habe. Letztendlich ist die Senegal-Kiste auch nichts anderes. Ich bin einfach gerne dort. Ich arbeite gern an einem Ort, an dem es mir gut geht. Wenn ich hier bin, hätte ich den auch gern. Weswegen ich jetzt an einem Projekt arbeite, was ich Stadtgarten nenne. Stadt mit Doppel-T, wie das Stadtauto, nur als Stadtgarten. Eines ist für München klar, auch wenn wir sagen, Berlin ist cooler und das neue Silicon Valley, der Zuzug ist in München deutlich höher und der wird auch für die nächsten Jahrzehnte ungetrübt sein. Das sagen alle Entwicklungen, alle Stadtplaner. Da haben wir eine Versiegelung von Flächen, da bleibt nicht mehr so viel Grün übrig. Zum Glück haben jetzt die Stadtplaner so Pflichtflächen vorgesehen, sogenannte Abstandsflächen, die sie grün halten müssen. Ich möchte, dass da nicht nur Rasen drauf wächst. Ich möchte, dass Münchnerinnen und Münchner auf diesen Flächen mit Unterstützung der Stadt, die das übrigens ein tolles Thema findet, ihren eigenen Gemüsegarten anlegen. Und wer dann auch, wenn der dann auch nur halb so schön wird, wie mein allerliebstes Lieblingsvorbild der Prinzessinnengärten in, Achtung, Berlin, dann möchte ich Sie doch heute schon mal einladen, sich dort Ihre Gemüsekisten zu bestellen. Wenn Sie sich jetzt selber mal so überlegen, wofür Ihr Herz so schlägt, dann haben wir gerade einen ziemlich weiten Bogen gespannt. Ja. Sind es die erneuerbaren Energien? Sind es Mobilitätskonzepte? Ist es sowas wie Profanes, wie Karotten aus der Erde ziehen? Meine Kinder waren bei meiner Mutter, die lebt noch auf so einem 1000 Quadratmeter Gartengrundstück, völlig erstaunt, dass Karotten mit Erde, dass da Erde dran hängt. Und Mama, woher kommt die Plastikfolie? Da können Sie eigentlich über Jahrzehnte im Bioladen einkaufen. Ja? Sie sehen im Supermarkt Karotte mit Plastikfolie. Also fragen, okay. Ich möchte, dass meine Kinder lernen, wie das funktioniert. Fragen Sie sich mal, wofür Ihr Herz so schlägt. Kinder sind immer ein ganz gutes Stichwort, weil man sich dann so überlegt, was man weitergibt. Müssen ja nicht die eigenen sein. Nachbarn haben auch welche, Freunde, Verwandte. Was fehlt Ihnen in Ihrem Alltag? Wir waren am Sonntag bei Freunden zum Kaffee zu Besuch und die Schwiegermutter war mit dabei. Was gut war, weil die einfach den anerkannt besten Kuchen in München an Norden backt. Und die beschwerte sich bitterlich, dass jetzt bei ihr in der Fasanerie im oberen Norden auch noch der letzte Supermarkt zumachen würde. 4 von 5 sind schon weg. In den russischen geht sie nicht, weil sie da nicht lesen kann, was sie kauft. Und für den anderen muss sie verdammt weit fahren. Sie ist nicht die Einzige, der die Supermärkte fehlen. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, baue ich jetzt den nächsten Supermarkt dahin oder denke ich über Lösungen nach, wie das Supermarktzeugel zu dieser Frau kommt, hätten wir ein wunderbares Geschäftsmodell, ein Lieferservice für Lebensmittel. Wäre übrigens auch was für lang arbeitende Angestellte, die deutlich nach Supermarktschluss das Büro verlassen. Ankreuzen, bestellen, liefern lassen. Es gibt so viele Dinge, wie wir uns selber das Leben so schwer machen. Wenn wir uns ein bisschen mehr zusammentun würden, wäre es vielleicht auch tatsächlich leichter. Wer nicht direkt im U-Bahn-Netz wohnt und versucht, abends noch mit dem Bus, wie auch immer, Fahrrad irgendwo geparkt nach Hause zu kommen, der weiß, wovon ich rede. Gucken Sie mal nach, ob da nicht so irgendwo in Ihren Köpfen eine Lösung schlummert, die man einfach nur von hinten aufzieht oder völlig neu denken muss. Wenn Sie sich auf so ein Experiment einlassen, auch da kann ich Sie nur vorwarnen, wird das mal sehr wahrscheinlich einen ziemlich langen Atem brauchen und verdammt viel Durchhaltevermögen und Kraft. Gönnen Sie sich die Zeit, die auch mal zu tanken. Alles andere behandeln inzwischen Psychologen. Wussten Sie übrigens, dass Jugendpsychologen sich inzwischen auf Kinderburnout spezialisieren? Das ist so krank. Das ist so krank. Hinterfragen Sie die Themen, lassen Sie sich auch mal von außen inspirieren. Ich persönlich nehme dazu gerne die Süddeutsche zum Kaffee morgens, wenn die Kinder in der Schule sind und schau mal, was so die Trendthemen sind. Suchen Sie Ihre Quellen, wo Sie sagen, da ziehe ich noch was raus, das gibt mir die Idee für den Tag. Bleiben Sie kindlich, fragen Sie das
Warum heißt der Regenbogen Regenbogen? Wie komme ich von A nach B? Und wann fange ich damit an? Wenn ich Ihnen heute Abend ein paar von diesen Impulsen mitgeben konnte, dann freut mich das natürlich. Bleiben Sie meinem Motto treu. Denken Sie erst anders und machen Sie es dann einfach. Am besten einfach.